Sag mal, schön, dass du heute wieder mit dabei seid hier bei Franconi Live. Ich bin der Mario und heute machen wir einen Pizzateig. Ja, so ein Pizzateig, der lässt sich ja bekanntlich ziehen wie ein Kaugummi. Und dafür braucht man Tipo 00 Mehl, weil in so einem Tipo 00 Mehl ist ein sehr hoher Anteil von Gluten drin. Und genau das Gluten sorgt dafür, damit sich der Teig dann ziehen lässt wie ein Kaugummi. Viel Spaß! Schauen wir uns die Zutaten an, was wir heute brauchen. Wir brauchen Wasser, Mehl, Hefe und ein wenig Salz. Als erstes lösen wir die Hefe in unserem lauwarmen Wasser auf. Wenn sich dann die Hefe im lauwarmen Wasser schön aufgelöst hat, schütten wir die auch schön in die Schüssel und geben da jetzt langsam nacheinander das Mehl mit rein. Wenn wir dann das Mehl komplett drin haben, muss der jetzt mindestens 10 Minuten geknetet werden. Noch ca. 3 Minuten kneten, kommen dann auch das Salz mit dazu. So Freunde, noch 10 Minuten kneten schaut jetzt unser Teig so aus. Den decken wir jetzt ab und der darf jetzt da noch einmal für mindestens eine halbe Stunde schön gehen. Ja Freunde, unser Teig hat jetzt eine halbe Stunde noch gehen dürfen. So schaut er aus. Und schön elastisch. Ja, wenn man den jetzt noch über Nacht ruhen lassen würde, dann wäre er noch elastischer. Der würde sich dann richtig schön ziehen lassen, wie ein Kaugummi. Ja. Und ja, unbedingt noch mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich auch. Aktiviert auch gleich mit der Glocke. Teilt das Video in die sozialen Netzwerke. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Und unten, wie immer, steht das Rezept in der Infobox. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.